Was meint ihr, was die bessere Kalziumquelle ist? Das hier oder das hier? Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Lisa Michelle Dietz. Ich bin vegane Ernährungsberaterin, Molekularbiologin und Ausbilderin bei Ecodemy. Wusstet ihr, dass Kalzium aus dem Erdboden stammt? Pflanzen nehmen dann das Kalzium auf und deswegen stellen auch Pflanzen unsere primäre Bezugsquelle dar. 99% des Kalziums in unserem Körper befindet sich in Verbindung mit Phosphor in Knochen und Zähnen. Dort ist es als sogenanntes Hydroxylapatitsalz eingelagert und sorgt dort für Festigkeit und Stabilität. Die restlichen 1% des Kalziums in unserem Körper sind aber nicht zu vernachlässigen. Das spielt auch eine sehr große Rolle, zum Beispiel bei der Blutgerinnung, für die Muskelkontraktion, für die Nerven, die Signalweiterleitung und auch für verschiedene Enzyme. Wie viel Kalzium aus der Nahrung, die wir zuführen, auch wirklich aufgenommen werden kann, wird unter dem Begriff Bioverfügbarkeit verstanden. Die Bioverfügbarkeit ist von verschiedenen physiologischen Faktoren abhängig. Ganz besonders auch, wie groß der Bedarf ist. Das heißt, je höher unser Bedarf ist, desto effizienter kann der Körper auch aus der Nahrung das Kalzium tatsächlich aufnehmen. Unter anderem spielt auch die Versorgung mit Vitamin D eine sehr große Rolle. Sind wir also gut mit Vitamin D versorgt, dann kann unser Körper Kalzium besser aus der Nahrung aufnehmen. Auf der anderen Seite des Spektrums befinden sich Koffein und Kochsalz. Die kann man als sogenannte Kalziumräuber bezeichnen. Die führen nämlich dazu, dass wir vermehrt Kalzium über den Urin wieder ausscheiden. Kalzium ist sozusagen ein wichtiger Teil des körperinternen Puffersystems. Das heißt, wenn pH-Schwankungen auftreten, dann wird Kalzium verwendet, um diese auszugleichen. Die aktuelle Theorie des Säure-Basen-Haushaltes besagt, dass eine hohe Zufuhr an tierischem Protein dazu führen kann, dass eine sogenannte latente Azidose, also eine chronische leichte Übersäuerung des Körpers, entstehen kann. Wird gleichzeitig zur hohen Zufuhr an tierischem Protein eine geringe Menge an Kalzium zugeführt, kann es dazu kommen, dass der Körper Kalzium sogar aus dem Knochen mobilisiert und dann über den Urin ausscheidet. Wie gesagt, das ist die aktuelle Theorie des Säure-Basen-Haushaltes. Die wird jedoch noch sehr stark diskutiert. Weitere Infos und Details dazu findet ihr auf dem Blog. Es gibt jedoch vermehrt Studien, die deutlich darauf hinweisen, dass ein erhöhter Konsum von tierischem Protein damit einhergeht, dass vermehrt Kalzium über den Harn ausgeschieden wird. Es gibt sogar Stoffe, die die Kalziumaufnahme direkt behindern können, weil sie mit Kalzium Komplexe bilden und das Kalzium dadurch sozusagen wegschnappen. Zu diesen Stoffen gehören zum Beispiel die Phytate. Die finden wir in Getreide und Hülsenfrüchten. Davon haben wir schon mal gehört, als wir uns mit Eisen und Zink beschäftigt haben. Außerdem gibt es noch die Oxalate. Die finden wir in einigen Gemüsesorten. Spinat und Mangold sind zwei Beispiele, die viel Oxalat enthalten. Dadurch wird die Kalziumaufnahme reduziert und liegt bei etwa 25%. Dahingegen ist die Kalziumaufnahme aus Brokkoli und Kohl mehr als doppelt so hoch mit 50-60%. Zum Vergleich, aus Milch wird ungefähr 30% des enthaltenen Kalziums aufgenommen, genauso wie aus angereicherten Sojamilchprodukten. Jetzt stellt sich die Frage, wie viel wir denn eigentlich täglich an Kalzium zuführen sollten. Die DGE empfiehlt 2017 eine tägliche Zufuhr von 1000 Milligramm. Andere Quellen wie die WHO und die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit kommen zu dem Schluss, dass auch eine niedrigere Kalziumzufuhr von 600 bis 750 Milligramm täglich ausreichend sein kann. Die aktuellen Zahlen findet ihr wie immer im Artikel. Den verlinke ich euch übrigens in der Infobox unter diesem Video. In diesem Artikel werden wir auch ansprechen, wie denn die Zufuhrempfehlungen für andere Lebensphasen aussehen. Wir haben schon gesehen, dass Kalzium sehr wichtig ist für die Knochen. Deswegen ist es nicht verwunderlich, dass ein Mangel in Kindheit oder Jugend zu einer gestörten Knochenmineralisierung führen kann. Das kann sich zum Beispiel durch Minderwuchs- und Zahnentwicklungsstörungen äußern. Bei Erwachsenen kann ein Kalziummangel das Risiko für Osteoporose begünstigen. Wichtig ist jedoch generell hierbei zu betonen, dass es nicht nur auf die ausreichende Zufuhr von Kalzium ankommt, sondern auch auf andere Faktoren wie zum Beispiel eine gute Versorgung mit Vitamin D und auch die ausreichende Bewegung. Wie wir gesehen haben, ist für die Knochengesundheit die Zufuhr von tierischen Proteinen nicht ganz unkritisch zu betrachten. Auch aus ethischer Sicht sind Milchprodukte nicht empfehlenswert. Jetzt stellt sich die Frage, was gibt es denn dann für Alternativen, um die Kalziumzufuhr wirklich adäquat zu gestalten? Glücklicherweise weist eine Vielzahl an pflanzlichen Lebensmitteln eine adäquate Kalziummenge auf. Dazu gehört zum Beispiel Sesam, auch Sesammus, Mandel, Amaranth, Rucola, Grünkohl, Brokkoli, aber auch Tofu. Wir haben eine ganze Liste von pflanzlichen Produkten mit ihrem entsprechenden Kalziumgehalt zusammengetragen. Diese findet ihr in einer Tabellenform im Artikel.
Der Calciumstatus von Veganern wurde bereits in Studien untersucht. Dort hat man kurz gesagt festgestellt, dass Veganer, die täglich 500 Milligramm oder mehr Calcium zuführen, eine gute Knochendichte aufwiesen und die Veganer, die unter 500 Milligramm Calcium am Tag zuführten, eine geringere Knochendichte aufwiesen. Darüber hinaus hat man allgemein gesprochen in epidemiologischen Studien herausgefunden, dass diejenigen Bevölkerungsgruppen, die einen hohen Konsum an tierischen Produkten aufweisen, ein höheres Risiko für Osteoporose mit damit einhergehenden Knochenfrakturen aufweisen. Im Gegensatz dazu haben Bevölkerungsgruppen, die einen niedrigen Konsum von tierischen Proteinen aufweisen, auch ein geringes Risiko für Osteoporose. Jetzt wollen wir uns noch einmal die wichtigsten Punkte in der Übersicht anschauen. Calcium ist besonders wichtig für gesunde Knochen. Darüber hinaus spielt es auch eine große Rolle für Muskeln, Nerven und die Blutgerinnung. Die Zufuhrempfehlung der verschiedenen Institutionen ist nicht einheitlich. Meistens liegt sie jedoch für Erwachsene zwischen 600 Milligramm bis 1000 Milligramm am Tag. Es gibt einige Studien, die darauf hinweisen, dass der Konsum von tierischen Proteinen sich negativ auf den Calciumstatus sowie auf die Knochengesundheit auswirken kann. Wer aus ernährungsphysiologischen oder ethischen Gründen auf tierische Produkte verzichten möchte, der kann auf sehr gute pflanzliche Quellen zurückweisen. Dazu gehört zum Beispiel Sesam und grünes Blattgemüse. Damit Calcium auch aufgenommen werden kann und unser Körper tatsächlich davon profitiert, sind unter anderem Faktoren wie eine ausreichende Vitamin-D-Versorgung sehr wichtig. Hier findet ihr übrigens nochmal das Video zum Thema Vitamin D. Jetzt seid ihr gefragt, welches grüne Blattgemüse esst ihr denn am liebsten? Teilt doch gerne eure liebsten Rezepte mit uns in den Kommentaren. Wenn ihr mehr zum Thema Calcium wissen möchtet, dann könnt ihr euch gerne den Blogartikel zum Thema anschauen oder auch den Podcast anhören. Den Link zu beidem findet ihr in der Infobox unter diesem Video. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und ich freue mich dann, euch beim nächsten Mal wiederzusehen. Bis dann, ciao, ciao!